Fallout 4 ist Starfield, wenn Starfield ein gutes Spiel wäre. Krieg bleibt immer gleich. War has changed. Um ehrlich zu sein, will ich rausfinden, ob dieses Video viral gehen kann, jetzt wo die neue Fallout-Serie in den Trends ist. Und das am besten mit der absurdesten und hirnrissigsten Challenge, die sich mein depressives Hirn ausdenken kann. Kannst du Fallout 4 ohne den Pip-Boy durchspielen? Fängt dir schon mal gut an. Für alle, die noch nie Fallout 4 gespielt haben, weil sie wahrscheinlich jünger sind als das Spiel selbst, der Pip-Boy ist so etwas wie dein iPhone, auf dem du Google Maps hast, dein Inventar verwaltest, deine Quests kontrollierst und so ziemlich alles andere machst, was irgendwie relevant ist, um das Spiel zu spielen. Ob und wie gut man das Spiel ohne diesen durchspielen kann, finden wir heute raus. Eigentlich wollte ich im Charakter-Editor Makima erstellen, aber da das Spiel in einer dunklen Ära erschienen ist, bevor der Westen Kultur erfahren hat, gab es leider keine passende Frisur. Also habe ich mich einfach dazu entschieden, den männlichen Charakter so hässlich wie irgend möglich zu machen, was bedingt gut geklappt hat. Ich möchte ja niemanden beunruhigen, aber die Hautfarbe meines Kindes ist etwas dunkler, als ich es bei zwei weißen Eltern erwarten würde. Jetzt klingeln die Zeugen Jehovas. Ich wünschte, jemand würde eine Atombombe werfen, damit ich mir den Mist nicht geben muss. Einen Großteil meiner Charakterpunkte habe ich in Charisma investiert, weil ich nicht wusste, ob ich jemals eine Waffe ausrüsten werden kann und die Hoffnung hatte, Konflikten damit aus dem Weg gehen zu können. Passender Name, schätze ich. Natürlich wäre es kein Game von Bethesda, wenn es an dieser Stelle nicht gecrashed wäre. Gleich zweimal! Wenn ihr ein ähnliches Problem habt, kann es helfen, die Einstellung für Waffendebris zu deaktivieren. Fast so, als hätte ich vor 20 Sekunden darum gebeten, beginnt die nukleare Apokalypse. Ich renne mit meiner Familie in Richtung der Vault, die Chinesen werfen die erste Bombe und im Bunker werde ich in einen Kälteschlaf versetzt. Beim alljährlichen Entfrosten entführt jemand das Kind meiner Frau und tötet diese ganz nebenbei. Und falls ihr euch wundert, genau das ist der Grund, warum ihr tiefgefrorenes Essen immer aufessen müsst, anstatt es wieder einzufrieren. Denn sonst werden eure Fischstäbchen versuchen, euch zu töten. In dem Fall bin ich das Fischstäbchen. Ignoriert übrigens bitte den FPS-Zähler, der konstant bei 48 hängt. Die so niedrige gesperrte Framerate ist ein Problem, um das ich mich später kümmern werde. Ich könnte jetzt einen Witz machen, während ich gegen die Kakerlaken kämpfe, aber lasst mich euch lieber ein Meme einblenden. Woran ich mich nicht erinnern konnte, war, dass die Pistole, sobald ich sie aufhebe, sofort ausgerüstet und favorisiert wird, was positiv ist, denn das bedeutet, dass ich Fallout 4 schon einmal nicht nur mit meinen Fäusten durchspielen muss. Zunächst kann ich meine kostbare Munition sogar sparen, indem ich die Kakerlaken weiterhin ins Gesicht boxe. Um das Vault-Tor zu öffnen, benötigt man im Regelfall einen Pip-Boy und es wirkt fast so, als hätte der Typ hier keine Verwendung mehr für seinen. Aber weil wir versuchen, das Spiel ohne Pip-Boy durchzuspielen, nehme ich stattdessen lieber dieses Verkehrshütchen, stelle mich in diese Ecke und wenn ich alles richtig mache, glitsche ich mich einfach über das Sicherheitstor hinweg, ganz ohne jemals den Pip-Boy aufzuheben. Betreten wir also die nuklear verseuchte Spielwelt und sie sieht okay aus. Um euch einen Maßstab zu geben, das Spiel ist so alt, dass ich, als es rauskam, ein Gronkh-Let's Play dazu geguckt habe. Ja. Ohne Pip-Boy kann ich einen Blick auf meinen Arm werfen, aber es ist schön zu sehen, dass ich trotzdem meine Gesundheit sowie Strahlenschäden heilen kann. Und obendrein vollen Zugriff auf den Skilltree habe. Nebenbei musste ich eine halbe Stunde an Fallout 4 rumdoktern, damit es mit 60 Frames pro Sekunde läuft. Einstellungen gibt es dafür natürlich weder im Launcher noch in-game. Und die INI-Files sind nutzloser als ein Staubsauger in der Wüste. Das ist das erste Mal, dass ich so etwas über die Nvidia-Systemsteuerung lösen musste. Ach, und als ich das Spiel neu gestartet habe, ist mir aufgefallen, dass ich einfach so einen Pip-Boy bekomme, weil, warum auch nicht? Was bedeutet, dass ich einen alten Spielstand laden musste und Fallout 4 jetzt in einer einzigen Sitzung durchspielen muss. Wenn ihr mein Leid also ein klein wenig mindern wollt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Und vergesst auf gar keinen Fall ein Abo dazulassen, um keins meiner Videos mehr zu verpassen. Ich randaliere ein wenig mit Cotsworth, der sich keine 60 Sekunden später irgendwo festglitscht, und im Anschluss wollte ich Ressourcen sammeln, um Level-Ups zu farmen. Bis meine Freundin, die nebenbei zugesehen hat, mich einen Idioten genannt hat, weil Gegner in Fallout 4 mit dem Spielerlevel skalieren. Und ich mir so einfach selbst ins Bein schießen würde, wenn ich direkt 20 Level skippe und meine Pistole damit eigenhändig effektiv nutzlos mache. Also beginne ich stattdessen damit, die Spielwelt zu erkunden. Ich finde einen Hund, der sogar ein paar Tricks drauf hat, gerate in meine erste Schießerei, in der ich die meisten Raider mit einem einzigen Schuss in den Kopf töten kann, und skill Ishio beinahe 20 Minuten lang beim Hacking-Minispiel im Keller des Museums. Irgendwann habe ich es dann doch geschafft, konnte einen Fusionskern mitnehmen, habe mehr Menschen getötet und konnte dann am Dach eine Power Armor dazu verwenden, eine Minigun aufzuheben, mit der sogar eine gefürchtete Todeskralle nichts als ein Witz war. Vermutlich hat es auch geholfen, mich in die Nische zweier Häuser zu stellen, womit ihre KI offensichtlich weniger gut klarkam. Zu guter Letzt habe ich den Minuteman noch erlaubt, als Untermieter in meinem alten Haus zu wohnen und dann breche ich auf nach Diamond City, um mehr Infos über den Entführer meines Sohnes zu finden.
Da ich mir ohne Pip-Boy keine Markierungen setzen kann, verwende ich auf meinem zweiten Bildschirm eine Karte von GameMaps.com, die so stolz auf ihre Karte waren, dass sie nicht nur ihr Logo draufgeklatscht haben, sondern auch jede Menge Wasserzeichen. Mein Plan war es, mich zu orientieren, indem ich einfach der Straße folge, was super funktioniert hat, weil ich sofort darauf vergessen habe, um querfeldein durch die Pampa zu laufen. Es ist mir natürlich nicht gelungen, einen Konflikt mit Worten zu entschärfen. Ich bin immer in Richtung Süden gelaufen und hatte das Glück, dass Diamond City bereits Ortsschilder aufgestellt hat. Charisma zu skillen hat sich ja richtig ausgezahlt. In der Stadt gibt es einen Detektiv, der mir helfen kann, doch leider ist er derzeit etwas verhindert und ich habe keine Ahnung, wo ich ihn finden kann. Ich bin also ewig lang durch die Straßen bei Diamond City herumgeirrt. Witzigerweise finde ich die Park Street Station, wo ich sowieso hin muss, dann nur, weil ich das Symbol auf dem Kompass als Netorare und nicht Metro gelesen habe und deshalb dorthin wollte. Ich kümmere mich also um all die Feinde in der U-Bahn-Station und keine Sorge, das ist das letzte Mal, dass ihr die Minigun sehen müsst. Denn auch wenn sie mega stark ist, hat sie leider nicht mehr sonderlich viel Munition übrig. Von all den Leichen, die ich verursache, kann ich dafür 10mm Munition für meine Pistole looten. So wie ihre Waffen, die ich später für massig Cash Money verkaufen kann. Ich hatte schon Angst, dass ich die Vault in der U-Bahn-Station nicht betreten kann. Aber ja, fragt mich bitte nicht, wie das funktioniert. In der Vault selbst finde ich dann Nick, unseren Detektiv. Ich finde raus, warum das Metro-Symbol am Kompass wie NTR aussieht, als ich Skinny Malones Freundin dazu überrede, diesen zu verlassen. Und dieser lässt uns sogar noch trotz allem laufen. Ich erschieße ihn trotzdem, nur für den Fall, dass er sich später rächen will. Zurück in Diamond City verkaufe ich erstmal meine geplünderte Ware und kaufe mehr Munition, sowie Stimpacks, damit ich meine Gesundheit regenerieren kann. Nick verrät mir, dass der Entführer meines Kindes sehr wahrscheinlich in dieser Stadt lebt, der Bürgermeister gibt mir dank meines massiven Riz-Stats die Schlüssel zu seiner Wohnung und in einem geheimen Raum finden wir eine Zigarre, dank der mein Hund seine Fährte aufnehmen kann. Die Verfolgung wäre gar nicht so anstrengend gewesen, hätte mir dieser Köter nicht permanent den Weg versperrt. Danke, Ronneberg. Er führt mich jedenfalls nach Fort Hagen, das voll mit Synths war. Ein Wort, das nicht sonderlich gut von meiner Zunge geht. Künstliche Menschen. Sie waren jedenfalls nicht übermäßig schwer zu besiegen, weil ich dann doch nur auf leicht spiele. Und am Ende finde ich Kellogg und nutze das Wetz-System aus, um diesen zu töten, bevor er sich unsichtbar machen kann. Was diesen Mini-Boss-Kampf um einiges angenehmer gestaltet hat. Nachdem ich jetzt natürlich nicht schlauer bin als vorhin, packen wir sein Gehirn ein und suchen einen Ort auf, wo wir einen Blick in seine Erinnerungen werfen können. Für jemanden, der Fallout 4 in den letzten 8 Jahren gespielt hat, ist das wahrscheinlich kein großes Problem. Für mich bedeutet das, wieder 45 Minuten außerhalb von Diamond City herumzuirren. Good Neighbor wirkt wie eine freundliche Ortschaft. Ich werfe einen Blick in Kelloggs Kopf, ignoriere alles, weil natürlich nur die letzte Erinnerung tatsächlich relevant ist, gute Arbeit, Entwickler, erfahre, dass mein Sohn wohl tatsächlich weiß ist, außerdem erfahre ich, wo ich jemanden finden kann, der zum Institut gehört, die mysteriöse Gesellschaft, für die Kellogg gearbeitet hat. Jeder, der dieses gottlose Spiel schon einmal gezockt hat, weiß, wo ich hin muss und darum kaufe ich so viele Stimpacks und Redaway, wie ich für mein Geld bekomme. Außerdem verbessere ich meine Pistole, womit sogar eine verdammte Alpha-Todeskralle absolut kein Problem mehr war. Hauptsächlich aber, weil sie sich zwischen zwei Bäume festgebackt hat. Ganz im Süden der Karte, wo die Atombombe aus dem Intro fiel, liegt die Glowing Sea, ein schwer verstrahltes Gebiet, in welchem ich meinen Kontakt zum Institut finde. Und entgegen meiner Erwartung war es gar nicht so schrecklich, wie ich befürchtet habe. Es gab ein paar Strahlungshotspots, die natürlich diesen gesundenen orangefarbenen Glow hatten, aber im Wesentlichen war der Red Buildup vollkommen in Ordnung. Und das, obwohl ich erst so weit in Richtung Süden gerannt bin, bis die Meldung kam, dass ich nicht mehr weitergehen kann und dann natürlich die falsche Höhle betreten habe. Der gute Virgil hier verrät mir jedenfalls, wie ich ins Institut komme, wenn ich verspreche, ihm von dort ein Heilmittel zu bringen, damit er nicht mehr so aussieht wie der albanische Farid Bang. Der Plot-Twist an dem Ganzen ist jedoch, dass mir sein Zustand scheißegal ist und ich ihm kein Heilmittel bringen werde. Da das Institut mittlerweile Teleportation erfunden hat, benötige ich den Chip eines Synths, der dazu in der Lage ist. Von der alten technischen Universität aus soll ich einem Signal folgen, was ich ohne Pip-Boy nicht kann. Also irre ich klassisch für diesen Run wieder einmal so lange herum, bis ich mein Ziel finde. Kämpfe gegen eine große Anzahl an Gunnern, welche etwas ganz anderes als Raider sind. Und Wetz macht auch diesen Kampf um einiges einfacher, als er sein sollte. Sogar Nick weiß, wo der Synth ist, obwohl er sich unsichtbar gemacht hat. Wieso sieht er eigentlich so beschissen aus? Ich kann auf jeden Fall seinen Chip an mich nehmen. Nick weiß wohl auch, wie man teleportiert oder wie sonst wäre in diesen abgesperrten Raum gelangt, und als ich bei einem erbärmlichen Versuch, den Weg runter abzukürzen, in den Tod gefallen bin, habe ich eine schreckliche Entdeckung gemacht. Ich weiß nicht, wann es passiert ist oder wo es passiert ist, aber der gleiche Bug, der normalerweise dafür sorgt, dass man keinen Pip-Boy mehr hat, hat dafür gesorgt, dass ich spontan einen Pip-Boy bekommen habe. Das ist schlecht, da es keine Möglichkeit gibt, diesen wieder loszuwerden.
Es gibt angeblich einen Konsolen-Command, aber der hat bei mir nicht funktioniert. Und da ich nicht neu starten wollte, nur um dann vielleicht wieder von diesem Bug überrascht zu werden, habe ich beschlossen, es zu ignorieren und die Funktionen des Pip-Boys einfach nicht zu verwenden. So wie ich es schon das gesamte Video über getan habe. Wenn ihr ein Problem damit habt, könnt ihr eine offizielle Beschwerde an die E-Mail-Adresse von Todd Howard schicken. Der Chip, den ich gerade gefunden habe, muss aber noch entschlüsselt werden und normalerweise ist dafür eine komplette eigene Questreihe notwendig. Da ich aber bereits vor einigen Stunden in diesem Run an einer Kirche vorbeigekommen bin, an die ich mich erinnern konnte, wusste ich, wo ich hin muss. Nicht gerade die klügste Idee, den Namen eurer geheimen Untergrundorganisation auch als Passwort zu verwenden. Damit ich die Railroad-Questline nicht machen muss, habe ich einfach jedes Mitglied an Ort und Stelle exekutiert. Den Chip konnte ich dann trotzdem problemlos entschlüsseln. Damit mir der Techniker der Minutemen jetzt hilft, muss ich erst weitere Siedlungen rekrutieren, indem ich zum Beispiel den Konflikt einer Ortschaft mit ansässigen Raidern löse, indem ich alle von ihnen töte oder einen möglichen neuen Außenposten einnehme. Das hat beinahe 20 Minuten gedauert, weil die Gegner so beschissen verteilt waren, aber wenigstens habe ich Melons gefunden. Watermelon. Es hat sich dann bezahlt gemacht, jeden Blödsinn einzustecken, denn dadurch konnte ich all das bauen, ohne auch nur einmal nach Materialien suchen zu müssen. Ich weiß zwar nicht, ob ich dem Ganzen vertrauen kann oder überleben werde, aber ab geht's ins Institut, wo ich natürlich erstmal ihren PC für Daten hacke. Ich finde meinen Sohn, erschieße seinen Entführer, ohne diesen auch nur ein einziges Wort sagen zu lassen, und es wirkt fast so, als wäre mir das Institut nicht sonderlich freundlich gesinnt. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Mein Sohn wirkt daraufhin sehr robotisch, weshalb ich ihn zurücklasse und nach circa einer halben Minute wieder auf demselben Weg verschwinde, auf dem ich reingekommen bin. Sogar nicht Fallout 4 jetzt doch schon durchspielen würde, eine weitere Siedlung braucht meine Hilfe. Für eine Gärtnerei muss ich zum Beispiel eine Pumpstation von Supermutanten befreien und die Pumpe neu starten. Und das hat auch schon gereicht, damit Preston mich zum Rang eines Generals befördert, was wohl der steilste Aufstieg in der Geschichte der US Army ist. Damit ist es jetzt an der Zeit, dass wir die alte Basis der Minutemen zurückerobern. Warum heißen die Gegner eigentlich Meyer-Lurks? Wie mein Kanal, lol. Noch ein wenig die Peter aufregen, indem ich ihre Eier zerschmettere, bis ihre König auftaucht, die vielleicht sogar ein Problem hätte darstellen können, wenn ihre KI nicht so wie jeder größere Gegner bisher irgendwo hängen geblieben wäre. Um gegen das Institut in den Krieg zu ziehen, benötigen wir eine Armee, was bedeutet, dass ich mich erneut um noch mehr Siedlungen kümmern muss. Ich töte also Raider in einer U-Bahn oder töte Raider in einer Fabrik, das war sogar ziemlich ätzend, weil sie alle Flammenwerfer hatten, und ich bekomme dort sogar ein Dönermesser, what the fuck? Und bei der letzten neuen Siedlung hätte mir beinahe eine Mini-Atombombe das Fleisch von den Knochen gesprengt. Das reicht aber auch schon aus, damit das Institut die Burg der Minutemen angreift. Angeblich aus Südosten. Dem Meer? Sie kamen dann aus Nordwesten. Gute Arbeit, Aufklärung. Und was soll ich sagen? Das war weniger eine Schlacht und mehr eine riesige XP-Farm. Die Runner waren ätzend, aber nichts, was ich unschaffbar nennen würde. Das Wett war manchmal recht hilfreich, also sofern ich getroffen habe. Und wir schlagen sie zum perfekten Zeitpunkt in die Flucht, als ich nämlich keine Munition mehr übrig hatte. Den letzten Überlebenden kann ich sogar zu Fuß verfolgen und verprügeln, weil er sich nicht wehren kann. Mein Techniker konnte die Daten, die ich vorhin gestohlen habe, analysieren und hat einen Weg ins Institut gefunden. Zunächst bin ich durch das Uni-Gebäude darüber geirrt, weil ich ein Idiot bin, und dann musste ich einen Guide öffnen, weil der Eingang irgendwo unter Wasser war und ich ohne Pip-Boy keine passenden Questmarker habe. Mich durch den Kanal zu kämpfen war jetzt auch nicht sonderlich herausfordernd. Ich betrete das Institut, teleportiere meine Verstärkung hinein und wir kämpfen uns durch die alten Labore, wo wir hauptsächlich mehr Synths begegnen. Nicht mal die genveränderten Gorillas waren problematisch, auch wenn es mir leid tut, den Harambe-Vorfall zu wiederholen. Ironischerweise verlaufe ich mich sogar und finde Virgils altes Labor mit dem Heilmittel, welches ich ihm nie bringen werde. Nicht vergessen, kein Russisch. Der Kidnapper meines Sohnes hat mittlerweile gelernt zu schweben oder so. Ich bette ihn zur letzten Ruhe, kämpfe mich ein letztes Mal zum Reaktor des Instituts durch, finde heraus, wie es in dessen Inneren ist. Lecker 72 Rads. Bringe einen Sprengkopf an. Du lässt mich einfach so zurück? Nicht zu fassen, ich hasse dich! Teleportiere mich in Sicherheit und jeder, der es nicht rechtzeitig rausgeschafft hat, bringt ein nobles Opfer. Denn ein atomarer Krieg war nicht schlimm genug. Und weil ich mir vorstellen kann, dass sich Leute jetzt fragen, wie es dort aussieht, das Institut ist jetzt ein mit Wasser gefüllter Krater, der dich heftig verstrahlt. Und damit habe ich Fallout 4 ganz ohne Pip-Boy durchgespielt. Überraschenderweise war das nicht die anstrengendste Challenge, die ich jemals gemacht habe. Gib diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und damit bedanke ich mich wie immer herzlich bei all meinen Unterstützern, die meine Videos finanzieren. Ihr seid großartig. Habt einen schönen Tag.